Jonathan, was hörst denn schon? Ich höre das Lied von Rémi Le Tobi, eine von der Finalistin vom Songwettbewerb. Stimme 2024. Und ich werde final, lohn ich France Bleu und France 3 auf der Bühne vom Royal Palace in Kirchwiller erleben. Mit einer drei Finalisten wie mit Morgen und eine zum Beispiel schafft du, weil dem sind wir in Richtung. Ganz genau, und das Obotik. Ist Rémi Le Tobi. Oh, bleib die treffen wir jetzt. Treffele. Komm mit. Also Emi, ich arbeite hier in einer Apotheke. Was gefällt dir da? Also ich habe gerne Leute helfen, sie beraten und mit sie reden. Und das schon immer? Schon immer wollen machen? Nein, es ist noch im Back gekommen. Und ja, es ist, ich bin froh. Ich habe gerne das Lied, ich habe aber auch gerne das Vieh. Und das Vieh hat dich inspiriert, für das Lied zu schreiben. Ein Hund zum Beispiel, wie in der Natur abgelungen ist von seinem Meister. Das ist das Lied, wie er gesungen hat von Mitzemann. Mhm. Von was redet es noch, das Lied? Also, der Hund hat, hat Hoffnung, einen neuen Meister zu finden. Also ist es traurig, aber ein bisschen nicht Hoffnung so trotzdem. Und singen auch manchmal in der Apotheke? Nein, nicht in der Apotheke. Wie noch? Tim? Ja, mit den Kindern? Ein bisschen? Aber hoppla, das will ich mal lösen. Ja, das will ich mal. Gehen wir gerade noch raus, das wird schnell, okay. Wenn wir schon da sind. Auf Elsässisch singt und lest Rémi Le Tobi öfters ihre Kinder vor, für den Regionalspruch «Time» inzuführen. Okay. Der Leo ist ein schöner. Ja. Und das Mimi, ein braves? Mich. Ja, braves Miesel. Emilie, ist es wichtig für Sie, mit den Kindern elsässisch zu reden? Ja, aber wie ich nicht so gut reden kann und Fehler mache, ist es besser, wenn Sie schön lernen. Sie sind in Ihrer Zweisprachigkeitsschule? Zweite haben Sie elsässisch und zweite Deutsch. Eva, elsässisch reden, wenn man ein Kind ist, ist ja ganz wichtig für den Richard Mess, gell? Er hat sogar ein Lied komponiert auf elsässisch mit Texten von Serge Rieger, extra für die Finale vom Gesangwettbewerb stellen. Und dann treffen wir. Ein Lied über die Kindheit hat der Amateurmusiker Richard Metz für den Wettbewerb komponiert. Für die Finale wird auch ein zweites Lied verlangt. Und daran schafft der Retraité. Es ist nämlich schön in so einer Stadt, kein Bar, kein Platz. Richard, ich sind hier am Proben für das Finale vom Gesangwettbewerb Stimmen. Und welche Lieder haben wir uns hier gekriegt? Ich arbeite auf einem Lied, das heisst der Straßburger Spatz. Ein Spatz, der in Straßburg wohnt und nicht mehr zufrieden ist. Warum? Weil es keinen Baum mehr gibt, weil er keinen Rosbolle mehr findet, weil es keinen Rehewirm mehr gibt in Straßburg. Und dann geht er gerne aufs Land, für so Drecksport auf dem Land sind. Ich komme in Straßburg, ist es wichtig für Sie auf elsässisch zu singen? Es ist ein bisschen das Ziel von dem Wettbewerb, Stimmen hier, gell? Dann wird es ein bisschen komisch, wenn ich auf Englisch singe oder Spanisch, gell? Aber oh. Unserem Wettbewerb du noch gerne singen auf elsässisch? Ja, natürlich. Weil ich mich ein bisschen mehr um meine Mütterspruche interessiere jetzt. Ich bin auch im Vorstand vom Schickelkreis. Jonathan, es gibt kein Alter, für auf elsässisch zu singen, gell? Nein, und Solange Schnell macht das ganz gut im Altersheim. Und das will man ja von unserer dritten Kandidatin. Ganz genau, in Rixen. Alles schlaft ruhig, wenn der Tag vorbei ist. Ich fühle mich gut. So heisst das Lied, das Solange Schnell von Nina Simon adoptiert hat für die Stimme. Und sonst singt sie auch gerne auf elsässisch oder Deutsch mit den Residenten vom Altersheim. Das Elsass, unser Land, das ist meine Dichtschön. Mir heves fast am Band und lenz bis sechs Nico Jure. Solange ich auch ein gutes Publikum für die Finale habe. Ja, schön, ja. Wie hat sie das gemacht, dass ihr im Altersheim singen? Wenn ich im Spital geschafft habe, habe ich schon ein bisschen Musik gemacht und ich habe gesehen, dass die Musik im Spital Freude bringt. Und noch habe ich aufgehört mit meiner Arbeit als Krankenpfleger und jetzt mache ich noch das Musik. Nur noch das. Und auf was reagieren die Residenten besonders? Ist es auf deutsche Lieder, auf elsässische Lieder? Auf alle Lieder, die von der Vergangenheit reden, von Tino Rossi so bis Lili Marleen und Kondelied, ja, so alles, was
Also spiele schön wieder, gell? Merci schön fürs Konzert. Ja, merci vielmals. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. Und morgen Uwe ist soweit das Großfinale vom Gesangwettbewerb Stimme 2024 auf der Bühne vom Royal Palace in Kirchwiller. Mit unseren drei Finalisten, Emilie Tobi, Solange Dell und der Richard Metz, alle drei auf der Bühne für das Großfinale, wie ihr Time miterleben auf Internet und ihr werdet sogar wählen können. Und Stimme 2024 wird ein Album aufnehmen können. Genau, aber dann gehen wir, was wir noch nicht in der Zeit sind. Na los. So groß, spielt ein Lever auf der Straße. Ich kann noch